Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Im heutigen Video geht es um ZigBee to MQTT. Das ist ein Add-on, das wir installieren können, um mit unserem Home Assistant ZigBee-Signale zu empfangen. Wir starten ganz von vorne. Wir setzen Home Assistant auf einen Raspberry Pi auf. Wir installieren dann Mosquito für die MQTT-Kommunikation und danach richten wir einen Türsensor ein, der über das Protokoll ZigBee kommuniziert. Solltet ihr schon einen Home Automation Server haben, der Mosquito und Home Assistant installiert hat, dann könnt ihr gleich weiterspringen auf den Abschnitt Installieren von ZigBee to MQTT. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich bin mir sicher, jeder kann das. Für die Installation von Home Assistant können wir den Raspberry Pi Imager downloaden. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr euch aussuchen, welches Betriebssystem ihr verwendet. Es gibt es für macOS, Windows und Linux für Ubuntu. Ich benutze macOS, deswegen lade ich mir diese Version. Der Download geht sehr schnell und wir können schon den Imager installieren. Bei macOS muss nur dieses Icon in den Application Folder gezogen werden und schon ist es fertig installiert. Wir können den Browser schließen und den Raspberry Pi Imager öffnen. Und zwar finden wir bei Ada Specific Purpose OS unter Home Assistant and Home Automation unser Home Assistant. Hier müsst ihr aufpassen, welchen Raspberry Pi ihr habt, den alten 3er oder den neuen Raspberry Pi 4. Bei Storage könnt ihr auswählen, wohin das Betriebssystem installiert werden soll. Das ist hier meine SD-Karte. Dann drücke ich noch auf Write. Ich werde gefragt, ob ich einverstanden bin, dass alle Daten gelöscht werden. Das bestätige ich mit Ja. Und schon, nach der Eingabe von meinem Passwort, startet die Installation von Home Assistant. Wenn die Installation fertig ist, dann können wir das hier bestätigen und unsere SD-Karte auswerfen. Jetzt können wir die SD-Karte in unseren Raspberry Pi stecken, das LAN-Kabel anschließen und zum Schluss die Stromversorgung. Als nächstes müssen wir die IP-Adresse von unserem neu installierten Home Assistant ausfindig machen. Dazu gibt es diverse Netz-Screening-Programme. Ich verwende hier das MyNet. Dann scrollen wir runter, wir sehen, es ist einiges im Netzwerk los. Ich sehe hier die IP-Adresse 192.168.0.17. Das ist die Installation, die wir gerade gemacht haben. Im Browser können wir jetzt die IP-Adresse eintragen, die wir vorher ausgelesen haben. Und zwar die 192.168.0 und die 17. Und bei Port haben wir 8123. Das ist der Port, auf dem wir Home Assistant erreichen. Ihr seht hier dieses Fenster und es schreibt uns, dass die Installation noch circa weitere 20 Minuten benötigt. Ich lasse das jetzt durchlaufen und melde mich, sobald die Installation abgeschlossen ist. Bis gleich. Das waren jetzt eher 2 Minuten als 20, aber das hängt von eurer Geschwindigkeit von Internet ab. Jetzt sind wir wieder zurück bei Home Assistant und als erstes vergeben wir hier einen Namen. Und hier geben wir unser gewünschtes Passwort ein. Hier unten wird es noch einmal wiederholt. Und dann können wir einen Account erstellen. Hier können wir einen Namen für unseren Home Assistant geben. Ich benenne das Home Raspberry Pi, weil ich ja 2 Installationen habe. Hier können wir das Land einstellen. Ich bin hier in der Schweiz. Und als Sprache wählen wir Deutsch aus. Hier können wir noch eine Zeitzone eingeben. Hier Zürich. Und hier gebt ihr die Höhe von euren Standort ein. Das sind bei mir ca. 450 Meter. Als Währung habe ich hier Schweizer Franken. Und wenn wir das alles eingegeben haben, können wir auf Next drücken. Home Assistant ist ein Open-Source-Projekt.
Hier könnt ihr die Analysedaten zu Home Assistant schicken, damit sie die Fehler beim nächsten Update beheben können. Ich belasse das hier jetzt mal so und drücke einfach mal Next. Hier seht ihr eine Übersicht von den ersten Geräten, die schon gefunden wurden. Ich richte hier vorerst mal nichts ein und drücke einfach auf Finish. Gratulation, das war es schon. Home Assistant ist installiert und vorerst einmal einsatzbereit. Wer Interesse an anderen Do-It-Yourself-Themen hat, der findet mittlerweile eine gute Auswahl an themenbasierten E-Books. Wer lieber alles gesammelt haben möchte, der ist mit dem Buch Heimautomation und Elektronik Do-It-Yourself am besten aufgehoben. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch die neuesten Updates kostenlos downloaden. Der Kauf von diesem Buch unterstützt Edis TechLab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch bedanken. Starten wir mit den ersten Einstellungen in Home Assistant. Und zwar hier bei euren Namen, den ihr vorher eingegeben habt. Als erstes ändern wir die Sprache. Und zwar auf Deutsch. Danach schalten wir den erweiterten Modus ein. Den benötigen wir gleich für die Installation von Zigbee. Als nächsten Schritt installieren wir MQTT bzw. den Mosquito Broker und diesen können wir über ein Add-on installieren. Dazu gehen wir hier auf Einstellungen und Add-ons. Rechts unten finden wir einen Button Add-on Store. Den klicken wir an und jetzt sehen wir schon die Add-ons, die wir installieren können. Hier auf der rechten Seite sehen wir schon den Mosquito Broker. Den klicken wir an und drücken hier auf Installieren. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, drücken wir hier Watchdog. Dadurch wird das Add-on neu gestartet, sollte es einmal abstürzen. Und danach können wir schon auf Start klicken. Damit wir Mosquito verwenden können, müssen wir einen Benutzer für MQTT erstellen. Und dazu gehen wir auf Einstellungen, dann unter Personen. Hier können wir jetzt einen Benutzer anlegen. Rechts unten bei Benutzer hinzufügen. Ich nehme hier MQTT User, damit ist auch klar, wofür dieser Benutzer verwendet wird. Hier vergebe ich ein Passwort und hier wird das noch einmal eingegeben. Und hier nehme ich das Anmelden nur über das lokale Netzwerk möglich. Dann Benutzerkonto anlegen. Und schon ist der Benutzer MQTT-User erstellt. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Einstellungen und dann auf Geräte und Dienste. Hier oben im Tab Integrationen sehen wir schon das MQTT. Das können wir jetzt konfigurieren. Möchtest du Home Assistant so konfigurieren, dass er eine Verbindung mit dem MQTT-Broker herstellt, der vom Supervisor Add-on Mosquito Broker bereitgestellt wird. Wir sagen Ja, absenden. Und schon sind wir fertig und MQTT funktioniert. Machen wir einen Test, ob MQTT wirklich funktioniert. Dazu gehen wir hier bei MQTT auf Konfigurieren. Hier unten können wir auf ein Topic hören. Wir machen das ganz einfach. Wir sagen Test ist das Topic und wir fangen an zuzuhören. Das heißt jetzt, alles, was auf den Topic Test gesendet wird, wird uns hier jetzt angezeigt. Hier oben können wir wieder unter dem Topic Test Daten versenden. Hier zum Beispiel einfach mal Edi. Ich sage veröffentlichen und hier seht ihr, auf den Topic Test wurde die Nachricht Edi gesendet. Wir sehen also, wir können senden und lesen der Topics. Alles funktioniert. Und jetzt können wir weitermachen. Hier rechts unten sehen wir, dass wir zwei Benachrichtigungen bekommen haben. Einmal hat ein Login fehlgeschlagen, das können wir ausblenden. Und Home Assistant hat neue Devices gefunden. Das blenden wir jetzt aber vorerst auch mal aus. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir unseren Sonoff-Dongle an unseren Raspberry beistecken.
Um Störungen zu vermeiden, wird empfohlen, dass man den Sonoff-Dongle nicht direkt an den Raspberry Pi ansteckt, sondern eine USB-Verlängerung verwendet. Ich habe das hier nur zu Testzwecken direkt angesteckt. Nachdem wir unseren Sonoff-Zigbee-Dongle eingesteckt haben, sehen wir hier unten eine Benachrichtigung. Es wurde wieder ein neues Device gefunden. Wir sehen hier das Zigbee Home Automation, aber das wollen wir nicht verwenden, da es weniger Geräte unterstützt als Zigbee to MQTT. Deswegen klicken wir hier auf Ignorieren. Wir gehen jetzt wieder auf Einstellungen, dann auf System, Hardware und hier oben bei den drei Punkten gehen wir auf Gesamte Hardware anzeigen. Jetzt scrollen wir runter und zwar hier bei DTY auf USB 0 hängt unser Zigbee. Das ist wichtig, das müssen wir uns merken. Beziehungsweise wir können es jetzt sogar schon kopieren. Als nächstes installieren wir jetzt noch einmal ein Add-on. Wir klicken hier rechts unten auf den Add-on Store. Hier oben seht ihr offizielle Add-ons und hier unten Add-ons, die von der Home Assistant Community erstellt wurden. Wir benötigen aber ein spezielles. Wir gehen hier oben auf Repositorien. Danach fügen wir einen Link ein. Diesen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann auf Hinzufügen. Jetzt können wir das schließen und den Browser noch einmal neu refreshen. Jetzt seht ihr hier, dass Zigbee to MQTT neu hinzugekommen ist. Und wir installieren das erste hier. Hier einfach auf Installieren klicken, dann den Watchdog einschalten und Anzeigen auf der Seitenleiste. Also sehen wir es hier. Danach können wir die Konfiguration machen. Hier bei MQTT geben wir base_topic ein mit Doppelpunkt und dann Zigbee to MQTT. Das Topic eingeben ist optional, aber wenn ihr viel MQTT-Verkehr habt, so könnt ihr immer herausfinden, von wo das Signal gesendet wurde. Hier unten bei Serial geben wir den Port /dev und dann den TTY USB 0, den wir vorher schon rausgesucht haben. Und danach speichern wir. Jetzt können wir zurückgehen auf Informationen und Zigbee to MQTT das erste Mal starten. Hier unter Protokoll können wir überprüfen, ob es sich richtig verbindet und ob alles läuft. Hier wir aktualisieren hier ein paar Mal. Und hier sehen wir, Zigbee to MQTT ist gestartet. Jetzt können wir hier auf dieses Feld gehen. Ich habe hier zum Testen ein Sonoff-Türkontakt. Der mit einer Knopfzellenbatterie betrieben wird. Wenn man diesen Taster für 3 Sekunden gedrückt haltet, dann kommt man in den Pairing-Modus. Hier in Zigbee to MQTT können wir die Sprache auf Deutsch umstellen. Und hier Anlernen aktivieren. Und alle Geräte, die sich im Pairing-Modus befinden, werden jetzt gefunden. Hier sehen wir schon, unser erstes Gerät wurde gefunden und es handelt sich hier um einen Sonoff Tür- oder Fenstersensor. Hier sehen wir sogar das Bild, wie er aussieht. Batteriestandanzeige, aber der Gerätename, der ist hier noch nicht schön. Mit diesem Feld können wir das beheben. Als Gerätenamen geben wir ein Haustür Sensor. Home Assistant Entitäten aktualisieren und Gerät umbenennen. Das war es schon. Unser Zigbee Sensor ist erfolgreich hinzugefügt worden.
Wenn wir jetzt auf die Übersicht gehen, dann können wir hier diesen Screen auch anpassen. Wir werden gewarnt, aber wir wollen ja die Kontrolle übernehmen und manuell konfigurieren. Wir löschen diese Karten, die brauchen wir vorerst nicht. Und hier sehen wir schon unseren Sensor. Der wurde schon automatisch hinzugefügt. Wir klicken auf Bearbeiten. Das ist unser Haustür-Sensor. Verschiedene Farben, je nachdem, ob er offen oder geschlossen ist. Und hier bei Entitäten können wir zusätzlich noch die Haustür-Sensor-Batterie anzeigen lassen. Wir klicken auf Speichern und danach auf Fertig. Und jetzt können wir den Sensor schließen, öffnen und noch einmal schließen. Ihr seht also, das funktioniert wunderbar und das Ganze ist kein Hexenwerk. Wenn ihr noch mehr über MQTT erfahren wollt, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Viel Spaß damit und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.